Lecker Fleisch. Der Rest, ja. Lassen wir erstmal so. Den Rest lassen wir erstmal so. Ich wollte sowieso mal nochmal gucken, kochen. Das hier wollte ich nämlich eigentlich machen. So viele wie es geht, zwei Stück. Dann haben wir nämlich zwei lecker Horn-Dinger. Und können daraus jetzt wirklich Hoppers machen. So viele wie wir wollen. Yeah, zwei Hoppers. Töpferware, Brotkorb. Na, brauchen wir alles nicht. Gut. Ja. Reden wir mit den da, der da so klatscht. Hm. Du kannst es einfach nicht lassen, oder, Case? Diesen Schmelzofen zu bauen? Wie oft muss ich es dir noch sagen? Wenn du so weitermachst, werden uns die Monster mit aller Macht angreifen. Und ich spreche nicht von ganz gewöhnlichen Monstern. Falls die Menschheit zu mächtig werden sollte, wird dieses entsetzliche Biest zurückkehren und uns samt uns sonders ausrotten. Ehrlich gesagt fürchte ich, dass sie bereits hierher unterwegs sind. Case, könntest du mir wohl einen Gefallen tun? Ich habe einen Wachturm entworfen, mit dem wir ein größeres Gebiet überschauen können. Ich möchte, dass du ihn genau nach meinem Plan errichtest. Bestimmt ist das kein Problem für einen Erbauer deines Formats, aber du musst dich beeilen. Uns bleibt vielleicht nicht viel Zeit. Ich habe jetzt improvisiert mit Sprechen. Ein Wachturm. Aha. Okay. Können wir den Wachturm... Weiß nicht. Weiß nicht, wo ich den hinsetzen soll. Am besten hier, oder? Ganz toll. Am besten setzen wir den hier hin. Aber erstmal schnell schlafen gehen. In unserem neuen Schlafzimmer, möchte ich sagen. Neues Schlafzimmer, schlafen gehen. Ui. Entschuldigung. Ui. Man sieht es immer noch leicht als dunklen Schatten. Ui. Guten Tag. Einen Wachturm. Batsch. Was soll er denn haben? Erde, Efeu, Steinstufen. Okay, Erde, Efeu, Steinstufen. 29 Erde. Aber gleich dabei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und... Fertig. Ist der nicht hoch genug? Okay, wir brauchen eindeutig noch ein bisschen Erde, damit wir seinen wunderschönen Wachturm... Nam, nam, nam. Obstsalat. Habe ich einfach mal gegessen. Efeu haben wir... Haben wir nur ein Efeu? Das wäre natürlich doof. Wir brauchen mehr Efeu. Dann müssen wir nochmal zu den Heinsels da draußen gehen. Ja, wir haben eindeutig kein Efeu mehr da. So, das wollte ich mal schnell loswerden. Genauso wie das hier. Das liegt nur im Weg. Liegt nur im Weg, liegt nur im Weg, liegt nur im Weg. Kohle liegt nur im Weg. Die einen Stacheln wollte ich ja noch setzen. Am besten da, wo unsere Leute reintreten. So. Ah, nicht anzünden. So. Von mir aus. Ah, nicht anzünden. Ja, die Bäume wachsen wirklich nicht außerhalb des Radius. Boah. Steinstufen müssen wir noch machen. Die können wir nochmal schnell herstellen. Beziehungsweise wir können mal gucken, ob die vielleicht sogar sowas schon gebaut haben. Ausrüstung. Ein simples Podest zum Aufstellen von Waffen und Rüstung. Kann dazu verwendet werden, Ausrüstungsgegenstände auszustellen. Aha. Jede Menge Seil und Stroh. Toll, Stroh. Chimäre, das... Aber keine Steinstufen, schade. Nichts Nützliches haben die gebaut. War wichtig. Können wir auch schnell mal alle. Wir gehen ein bisschen die Federn weg und wir kriegen neues, ne? Weißt du, ist ja auch. Eine Feuerschale brauchten wir. Und Steinstufen. Wie viele Steinstufen?
Okay, der baut jetzt 5 auf einmal, ne? Ja, gut. Könnte sogar schon lang. Müssen wir mal gucken. Ah! Gib mir euren Stoff. Sie haben mir nicht ihren Stoff gegeben. Werden wir einfach wieder angegriffen. Wie hoch soll denn sowas? Wie hoch kommt denn das Ding hier überhaupt? Muss gerne mal gucken. Kann sein, dass wir jetzt schon gleich die Höhe erreicht haben. Nee, da kommt noch eine. Wie soll das? Oh. Verdammt. Hab wieder alles falsch gemacht. Er hat alles falsch gemacht. Okay. Gib's ja zu. So, nu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann, da oben so. Okay. Also so. 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 Und so. So müsste das richtig sein. So, dann wollte er jetzt hier. Stufe. 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 Oben noch die Feuerschale und den Efeu. Ja, den Efeu müssen wir erstmal einsammeln gehen. Bupp, Feuerschale. Ja, den Efeu. Will er den Efeu ranhaben? Da links, okay. Macht scheinbar einen richtigen Wachturm aus. Quatsch. Ja, aber wir müssen erstmal Efeu sammeln gehen. Dafür gehen wir erstmal in die nächste Abteilung hier. Wieder zu den Hämmerlingen ins Dorf. Kling. Hallöchen. So. Efeu. Efeu? Ja, da hinten liegt noch ein bisschen Erde rum. Süß. Ich liebe das Klettern. Ah, okay, der Typ. Das ist einfach toll, genau so sollte es sein. Mein Efeu. So, sollte jetzt lang. Wir haben nochmal 5 Efeu dabei. Für was anderes brauche ich den Efeu nicht. Glaube ich. Also derzeit. Ich wüsste zumindest nicht. Ich bin ja mal wirklich gespannt, wann wir das zweite Kapitel erreichen. Mit dem zweiten Kapitel wird auch der Free-Build-Modus freigeschaltet, der dann aber auch erst kommt, wenn wir die Kapitel fertig haben. Es gibt also noch einen Modus, wo wir machen können, was wir wollen. Hallo. Ach, leck mich. Manu. Komm nicht hoch. So. So. Bam, fertig. So, jetzt haben wir den endlich. Yeah, fertig. Ein Wachturm. Wunderschön. Das heißt gar nicht so übel. Wunderschön, Junge. Gar nicht so übel, ey. Ah, endlich ist der Wachturm fertig, Case. Hoffentlich war es kein zu großer Aufwand. Was? Ob ich Wache halten werde? Aber natürlich, ich will es als erstes mitbekommen, wenn der Feind im Anmarsch ist. Hat Magnus dir erzählt, dass der Golem, der Catelyn lange beschützt, die Stadt am Ende zerstört hat? Wenn Catelyn und seine Bürger sich wieder erheben, dann wird der Golem bestimmt zurückkehren und sein Werk vollenden.
Diese Geschichte höre ich ständig, seit ich ein kleiner Junge war. Roy hat dir erzählt, was er in der Catelyn-Chronik gelesen hat, oder? Dieses Land kann nur dann wahrhaftig von der Finsternis befreit werden, wenn das Monster besiegt wird, das über alle anderen herrscht. Es liegt jedoch auf der Hand, Cast, bei diesem Herrscher handelt es sich um niemand Geringeren als den früheren Wächter Catelyns, den gigantischen Golem. Wir wissen nicht, wann er zuschlagen wird, aber wenn er es tut, dann haben wir Menschen keine Chance. Ich randaliere. Ich gebe dir einen guten Rat, Case. Du solltest jederzeit bereit sein, die Beine in die Hand zu nehmen. Deswegen will er auch als erstes erwachen, du dicke feige Sau. So eine feige Sau aber auch, doch ganz ehrlich. Feige Sau, Alter. Wir müssen fliehen und... So, ich will mal Stahl herstellen, haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Damit kriegen wir ja dann auch neue Erkenntnisse. Ein Stahlbreitschwert. Einen Kriegshammer. Ein Stahlschild. Eine Barrikade, okay. Cool. Dann will ich ja eigentlich gleich erstmal, ne? Erstmal hier wieder das Stahlbreitschwert. Batsch. Das ist erstmal unsers. Das Stahlschild. Batsch, ist unsers. Der Kriegshammer? Oh, dafür brauche ich Skorpionhorn. Okay, Skorpionhorn haben wir aber bis jetzt nur ein. Na gut, Stahl... die Barrikade, was ist? Ein eiserne Verstärkung, Einfriedung, die entworfen wurde, um Schutz vor marodierenden Monstern zu bieten. Meine Güte. What a word. Okay, wir haben Stahlbreitschwert und Stahlrüstung und ne, alles Stellan. Ausrüsten. Ja, muss ich einmal Platz frei machen. Ablegen. Ausrüsten. So, ein dickes, fettes Stahlbreitschwert. 35 und das hier oben macht 26. Also nochmal 9 Schaden mehr. Geil. Sehr schön. Roy möchte wieder etwas von uns. Aber vorher... erstmal was essen. Kochte Bohnen, ne? Gibt's hier eigentlich wieder irgendetwas Leckeres für uns? Oh, ein Brot. Süß. Darf auch nicht zu viel. Jetzt werden wir wieder proppevoll. So, Wachturm, Bauplan. Verstauen. Den Hopper nehme ich mit. Den Efeu brauche ich jetzt auch absolut nicht. Schön. Jetzt haben wir auch einen Wachturm. Was ich aber schon seit Ewigkeiten vielleicht mal machen will. Achso, ich glaube, das geht gar nicht hier. Das muss ich, glaube ich, hier machen. Ist hier so eine Steinverkleidung. Ich glaube, damit können wir nämlich alles verkleiden. Wenn wir jetzt sagen... oh Gott, 55 Stapel, nein. Wir machen ein paar Steinverkleidungen. Weißt du, dass es nicht mehr ganz so erdig aussieht hier alles? Wenn wir jetzt einfach sagen... Batsch. Dann macht er aus Erde sowas. Was das Ganze nochmal aufwertet. Sieht ja eigentlich auch dann viel cooler aus. Als wenn das nicht so wäre. Müssen wir nur alles aus Erde machen. Ah! Hör mal auf, Alter. Hat doch ein bisschen mehr Stil, dass wir das denn so alles verkleiden, oder? Dann müssen wir nur das alles hier mal auseinanderhauen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier das hier sagen. Dann sieht das Ding nämlich aus Stein aus. Hat ein bisschen mehr Stil, finde ich. Als wenn das dieses Erde-Ding ist. Wenn das Ding Erde hat, dann ist das so... so... weiß nicht. Sieht cooler aus, wenn er aus Stein besteht. Und mit den Dingern, habe ich nämlich hier gelernt, brauchen wir nämlich nicht, brauchen wir nicht dann die Erde abreißen, um Stein herzustellen, sondern wir können gleich Stein herstellen.
Und verbrauchen tun wir davon auch nicht viele. Aber auch noch, wir haben auch sonst auch noch Ziegelverkleidung. Mache ich auch mal. Ich will's mal sehen. Ich will mal sehen, wie es aussieht. So. Aber erstmal das hier. Hübsch. So, wenn ich jetzt sage, das hier soll aber Ziegelverkleidung werden. Dann können wir das hier nämlich als Ziegelverkleidung machen. Ist das vielleicht gar nicht mal. Jetzt weiß ich nur nicht, was ich aus dem. Hoppla, da drüben sogar auch. Dann haben wir das nämlich. Eigentlich ganz cool, ne? Toll, da unten ist. Ja, klasse. Wir haben noch ein bisschen Steinverkleidung. Einfach mal machen, weißt du? Ja, okay. Wie viel Block macht der eigentlich? Keine Ahnung, wie viel Block der macht. Hat das Ganze doch irgendwie ein bisschen mehr Stil. Ah, schade. Dann hat das Ganze, sieht das irgendwie alles ein bisschen stetischer aus, ein bisschen besser befestigt und nicht einfach nur so dahin gewuppt. Schick. Für den Boden können wir hier auch. Ja, ich bin spitze. Ich war. Spitze. Geh ich mal von dem Tisch runter? Danke. Gibt es noch irgendwas, was wir für den Boden machen können? Stroh? Ich weiß nicht, ob Stroh gut aussieht. Stroh könnten wir eigentlich nicht dahin machen, wo die Schmiede ist. Das könnten wir, wenn, dann hier hinlegen. Weiß nicht. Oh, Stufenaufstieg. Yeah, Stufe 4. Ungewollt. Ja. Weiß aber nicht, ob das so hübsch ist. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen hier aufgehübscht, aber naja. Na gut, ja. Weiß noch nicht. Das hier finde ich ganz cool, dass der jetzt halt aus Stein geworden ist. Und jetzt haben wir hier so einen Aussichtspunkt, aber ja. Wirklich hoch geht er jetzt ja auch nicht. Wir reden, denke ich mal, jetzt erstmal mit Roy, oder? Ich mach noch ein paar. Sollte vielleicht lang. Machen wir noch ein bisschen Strohbelag. Weil im Schlafzimmer fehlt ja noch ein bisschen was. Erde haben wir ja auch dabei. Können wir ja eigentlich ruhig. Ah, Steinplatte. Fliesenbelag. Oh, okay. Erdblöcke bekommen durch die Verkleidung ein elegantes Aussehen. Oh, okay. Dann haben wir ja wenigstens schon mal was für den Boden bekommen. Fliesenbelag, das klingt ja ein bisschen nach, naja, Belag halt, ne, weißt du. Mal erstmal hier abstrohen. Ich habe voll abgestroht gerade. So, sehr hübsch. So. So, den können wir auch gleich ein privates Schlafzimmer draus machen. Voll randaliert. So, diesen Block könnten wir ja auch eigentlich setzen, oder? Einfach. So, und dann können wir das gleich ausverkleiden wieder. Noch ein weiter hier. Und dann können wir gleich wieder mit der Verkleidung. Machen wir das Ganze dann nochmal wieder hübsch. Quatsch. So, da auch noch. Vielleicht alles ein bisschen verschwenderisch, aber was willst du machen, ne?
So, das muss ja auch alles hier nochmal raus. Ja, ich weiß, Schlafzimmer wurde zerstört. So. So wollte ich eigentlich. Können wir da auch gleich wieder Steinverkleidung machen und dann haut das alles viel besser hin. So. So, sehr hübsch. Kriegt sie noch einen Sack, damit das wieder ein privates Schlafzimmerchen wird. Was es, glaube ich, jetzt ist. Und dann haben wir das so ein bisschen ausgebaut. Wobei ich ja auch ganz gerne ein Dach hätte, ne? So. Und weil hier das ja schon so ist, machen wir das auch gleich so. Ist ja schon zur Hälfte da, dann können wir das auch so machen. Ah, nicht auf der anderen Seite. Was, wir werden angegriffen? Ah, wir werden angegriffen. Brauchen wir gar nicht hinrennen. Renn da panisch hin, weißt du. Und naja. Im Endeffekt. Hat das jetzt nicht sehr viel gemacht. Toll. Jetzt haben wir hier hinten so diesen Scheiß hingesetzt. Naja, dann kriegen die Steine und dann baue ich das schnell so um. Finde ich cool, dass sie sich einfach, naja, dann zu Stein verwandeln. Dass sie nicht nur verkleidet sind, sondern wir transformieren sie dazu dann. Finde ich irgendwie ganz cool gemacht. Da sparst du dir nämlich diese ganze Reparaturarbeiten. Ja, genau so wollte ich. So, nee, anders. Da sparst du dir nämlich diese, ja, die Reparatur hier. Rüstungskammer, diese ganze, naja, weißt du? So, das hier kommt auch alles Erde. Das Ganze umsetzen. Das Ganze umsetzen sparst du dir. So, jetzt haben wir das richtige Wort. Meine Güte. Ich wünsche, ich könnte hier irgendwie Rasen machen oder so. Jetzt gehen wir aber gleich erstmal mit Roy reden. Ich wünsche, wir könnten Rasen herstellen. Aber leider bauen wir immer nur Erde ab. Leider bauen wir immer nur Erde ab. Weg da. Setz hier. Oh, da sehe ich noch. Ist auch ein Hin und Her. So, sonst noch irgendwo? Da sehe ich noch.